Hans van Bemmer Heizungsbau. Großwärmespeicher sind unser Spezialgebiet. Es wird erst die Grundplatte errichtet, also der Boden des Pufferspeichers. Nachdem Isolierung aufgebracht worden ist, wird die Grundplatte aufgesetzt. Darauf wird das Dachgebälk und die Dachkonstruktion erstellt. Und dann wird der Speicher in 2 Meter Schritten wachsen. So, und parallel dazu wird bei uns in der Werkstatt die Vorfertigung der Hydraulikkomponenten fürs Betriebsgebäude stattfinden. Diese Hydraulikkomponenten haben die Hauptfunktion, die Wärme in den Speicher zu befördern und die Wärme wieder auszulagern. Und das natürlich bedarfsgerecht. Also für uns bedeutet das Projekt von Anfang an, wo wir es erfahren haben, was hier für ein Projekt stattfindet. Also nicht nur, dass ein Speicher gebraucht wird in der Volumina, und das wird dieses Jahr der größte sein, der gebaut wird. Eine ganze Menge, weil wir auch den energiepolitischen Hintergrund dieses Projektes sehr früh erkannt haben. Und wir sehen genau in diesem Bereich, wie wir sehr viel in der Flexibilisierung von Biogasanlagen jetzt unterwegs gewesen sind, sehen wir da die nächsten Meilensteine. Das Besondere am Projekt ist, dass wir so viele verschiedene Komponenten haben, die miteinander agieren und letztendlich auch funktionieren müssen. Das heißt, wir haben die Biogasanlage, die die Wärme liefert, wir haben den Wärmespeicher, den Pendelspeicher, die Batterie, die den Strom speichert von den Windenergieanlagen, und dann noch das Power-to-Heat-Modul. Und all diese Komponenten müssen miteinander agieren.